Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, die Gäste auf der Empore. Die Situation um die Markthalle ist ein Thema, welches nun schon seit einiger Zeit innerhalb und darüber hinaus auch außerhalb der Stadtgesellschaft polarisiert. Diese Polarisierung basiert aber nicht auf der Erkenntnis, dass Veränderungen auch und gerade bei der Sanierung der baulichen Substanz notwendig sind, sondern sie basiert vor dem Hintergrund eines Vergabeverfahrens, das bis dato mehr Fragen als Antworten hinterlässt. Zur Polarisierung hat auch die Zahl der Marktgeschicker, die sich angeblich für das Konzept von Sprengwerk ausgesprochen haben, beigetragen. Der Herr Oberbürgermeister würde wahrscheinlich in dem Fall von Fake News sprechen. Und in der Tat hat die letzte Umfrage der Markthallen GmbH ergeben, dass sich 83% der Marktgeschicker gegen das Konzept von Sprengwerk ausgesprochen haben. Fast alle, kann ich Ihnen schriftlich geben. Das war auch der Ende. Diskutieren Sie doch später. Die Frage ist insofern, wie geht denn die Kommunalpolitik jetzt damit um? Und diese Frage hat nun wirklich nichts damit zu tun, dass es hier um politische Spielchen geht, Herr Oberbürgermeister. Man kann ja sagen, okay, wir entscheiden uns heute für diese Magistratsvorlage und alles Weitere überlassen wir Sprengwerk. Und wenn dann am Ende des Tages viele Marktgeschicke auf der Strecke bleiben, dann haben wir quasi nichts damit zu tun. So kann man sich natürlich auch der Verantwortung entziehen. Unser Fraktionsvorsitzender Lutz Ketschmann hat im letzten Ältestenrat den Vorschlag unterbreitet. Der Ältestenrat wird nicht berichtet, weil der Ältestenrat nicht öffentlich tagt. Gut, dann nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir auch in anderen Zusammenhängen und Formaten immer gefordert haben, dieses Verfahren einstweilig bis einschließlich Mai ruhen zu lassen, um alle Beteiligten entsprechend an einen Tisch zu bringen, damit es hier zu einer seriösen Lösung gibt und damit sich alle Beteiligten, ich sag mal, salopp zusammenraufen. Meine Damen und Herren, so kommen wir natürlich nicht weiter. Vor einigen Tagen ging den Stadtverordneten über den Weg der jeweiligen Fraktionsbüros eine 7-seitige juristische Stellungnahme der international mit 140 Anwälten agierenden Sozietät Kapellmann zu. Die Vorwürfe, die in diesem Schreiben erhoben worden sind zur Auslegung des geltenden Vergaberechtes seitens der Stadt Kassel, wiegen schwer. So heißt es zum Beispiel auf Seite 4 dieses Schreibens, ich zitiere, dass bei der Konzeptvergabe die Gewichtung der einzelnen Wertungskriterien erst nachträglich in Ansehung der vorgelegten Angebote vorgenommen wurde, was eindeutig gegen die Bestimmung von § 127 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen verstößt. Die Kasseler Linke, und das wissen Sie, hat von Anfang an kritisiert, dass eine Marktmatrix zu den Kriterien der Erbbaurechtsbestellung nicht einsehbar ist. Des Weiteren haben wir kritisiert, dass das Nutzungskonzept von Sprengwerk sich zunächst einmal auf eine Bebauung im Bereich Graben konzentriert. An der Stelle auch nochmal zur Erinnerung, auf der Seite 14 der Kriterien der Erbbaurechtsbestellung der Stadt Kassel geht hervor, dass eine Bebauung am Graben optional anzusehen ist und insofern erst dann in Planung und Bau durchzuführen ist, wenn sämtliche bauliche Veränderungs- und Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Markthalle erfolgt ist. Wir sehen somit eine Zweckentfremdung, die mit dem Konzept von Sprengwerk verknüpft ist. Ich gehe davon aus, dass sich die Markthallen GmbH nicht nur rechtliche Schritte vorbehält, sondern diese Schritte nach Vergabe zugunsten von Sprengwerk vollzieht. Insofern möchten wir, und das fordern wir auch ein, eine rechtliche Stellungnahme des Rechtsamtes gerne in schriftlicher Form haben, um abwägen zu können, worum es sich hier handelt. Ich habe mir in den letzten Tagen die Frage gestellt, welche Bedeutung man eigentlich den 71 Stadtverordneten zuerkennt. Die Antwort konnte ich nicht, wen wundert es auch, vollumfänglich beantworten, da sich bei einigen Themen aus der Vergangenheit auch jetzt wieder die Kommunalpolitik mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der juristischen Ebene weiter abspielen wird. Das bedeutet natürlich einen Imageverlust für die Kommunalpolitik in ihrer Gesamtheit hier in Kassel und leider auch für die Stadt.
Stadt Kassel über ihre Grenzen hinaus. Ja, das sage ich. Der Vorwurf einer autokratischen Vorgehensweise lässt sich nicht von der Hand weisen, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Damit schadet man der Demokratie und nimmt den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt leider